müssen uns wohl eingestehen, dass die für den Hafen notwendigen Weichenstellungen seit der Wirtschafts- und Finanzkrise vor 15 Jahren leider nicht so erfolgt sind, wie wir uns das eigentlich wünschen sollten. Ich kann diese Kritik auch noch ein bisschen lauter und deutlicher machen, aber ich glaube, das ist schon angekommen bei unserem Senat. Wir müssen uns eingestehen, dass es bedarf daher einer gemeinsamen Anstrengung von Wirtschaft und Politik, damit der Hafen auch in Zukunft der Wachstumstreiber bleibt. Grundsätzlich halten wir eine umfassende Potenzialanalyse, die auch ein Benchmarking der Erfolgsfaktoren des Hafens enthält und auch vergleicht mit anderen Häfen, als Basis für den neuen Hafenentwicklungsplan des Senats. Jeder Unternehmer würde sich nämlich das Marktumfeld näher ansehen, wenn er Marktanteile verliert. Und es ist ja nicht verboten, von anderen Häfen zu lernen. Die Handelskammer wird deshalb im nächsten Jahr ein internationales Hafensymposium stattfinden. Und welches Datum wäre dafür besser geeignet als die Woche vor dem Hafengeburtstag?